Unbedingt. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Also, ich habe einen Ausweis von dem Kobold Club. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Es sollte sich ja nun langsam dem Ende zuneigen und wir hoffen, dem Ganzen einen Schritt näher zu sein, indem wir jetzt dieses Tor hier durchschreiten. Und ich bin der Meinung, das ist vielleicht jener See klaren Wassers, den wir jetzt hier erreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier jetzt irgendwo flöten müssen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Aber ich glaube nicht. Nicht hier zumindest. Jo. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Also. Ich weiß gerade nicht. Es scheint ja auch nicht wirklich gefroren zu sein, ne? Es ist ja durchaus Wasser zu hören. Weiß ich, kann ich darüber? Kann ich darüber springen? Das ist doch zu weit, oder? Naja, aber sowas von. Aber gut, es geht ja vielleicht da oben lang. Es ist zumindest mal keine richtige Abgrenzung da. Ah ja. Nee, ich wollte eigentlich nicht wieder zurück. Aber gut. Können wir hier trotzdem nochmal checken, ob es hier vielleicht rausgeht. Nein. Also hier lang. Ja, nach wie vor nicht genug. Nach wie vor nicht genug Reichweite. Wir haben nicht genug Magie. Ja, dann werden wir uns diesem Herrn wohl ja, so stellen müssen. Weiß ich. Gott sei Dank nicht so schwer. Naja. Aber wenigstens haben wir jetzt mal 5 Kleeblätter dabei. Ich schau mal, wie lange die reichen. Wäre ja gut, wenn wir die irgendwie bis zum Schluss behalten könnten. Beziehungsweise ich bin der Meinung, man braucht die eventuell gegen später noch bei einem, ich sag jetzt mal, größeren Kampf vielleicht sogar eher. Okay, also den muss ich überraschen. Okay, den habe ich überrascht. Jetzt muss ich noch den da überraschen. Ha, ich habe ich hab nicht genug Magic, um hier ausreichend Reichweite zu haben. Aber es geht ganz gut von der Hand. Die sind ja etwas leichter hier, die Kollegen. Das ist ja mal ganz gut. Dann sehe ich, da kann man da hochklettern und da oben ist was. Das wird ja hoffentlich Magie sein. Oder Herzen. Das wären zumindest mal die zwei Sachen, die ich jetzt gerade brauche. Naja, zwei Herzen. Könnte mehr gebrauchen, ne? Da vorne ist irgendein Tor mit irgendeiner Karte, die ich dafür benötige. Das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Okay. Gott sei Dank sind das nicht die schnellsten. Da kannst du dich sogar mal irgendwo in der Ecke verhaken. Bis die reagieren. Und sie sind mit zwei Schlägen weg. Das finde ich wirklich klasse. So muss das sein, nicht? Jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Da geht es wohl runter. Da unten ist ein roter Digo.
sage mal. So. 10 Herzen, gut. Gut, gut. Da gibt's ein Hovercraft. Oh je, was es hier sonst noch alles für Fortbewegungsmittel gibt, ne? Ein sehr, sehr wichtiges haben wir ja immer noch nicht gefunden. Okay, auch nichts weiter. Gehen wir mal hier hinten. Aha. Ist das? Ist aber jetzt nicht der See klaren Wassers, oder? Was ist das? Ist das einfach nur so hier? Dann kann er sein. Ich probiere einfach mal die Flöte aus. Die haben mir vorher gesagt, wo der See liegt, ja? Der See, oder, ja. Ah! Bin ich doch richtig. Schön. Mhm. Schaut's euch an. Schaut's euch an. Da taut einem doch auch das Herz auf. Und jetzt kann ich hier klares Wasser entnehmen. Du hast soeben die 4. Magiestufe erreicht, da du deine Flasche mit klarem Wasser gefüllt hast. Von nun an kannst du die mächtigsten Klone ausschalten. Das heißt, es gibt noch mächtigere als die Roten. Ja, schauen wir mal. Also, Wasser, wir haben alles. Wir haben alles. Also es ist eigentlich nur noch... Wo möchtest du hin? Tippet auf die Insel, Tippet auf die Insel Brundel. Oder Brandl. Ich bleibe erstmal hier. Und nehme mir da mal Kraftstoff. Ah, gibt's da gar nicht. Na gut, ich habe ja 9 oder so. Jetzt gucken wir erstmal in unser Holomap. Was uns da, wenn überhaupt, angezeigt wird. Also Runenstein steht hier. Hammerleihkette. Runenstein. Hammerleihkette. Also es scheint so zu sein, als wären diese Karten jetzt noch nicht auf... Als wären diese Inseln jetzt noch nicht auf der Karte. Wir fahren aber erstmal zu Tippet, wa? Insel Tippet. Was auch immer da auf uns wartet. So. Könnte aber, wenn ich das richtig sehe, könnte... Na, landet er da? Ja, da könnte sogar unser Runenstein sein. Schauen wir mal in unser Holomap. Ne. Also wir sind hier. Und wir müssen genau auf die... Das wird dann die Insel Brundle sein. Oder Brundle. Okay. Ja, macht ja nichts. Muss ja alles gemacht werden. So oder so. Ich gehe erstmal das Fässchen da anstechen. So. Naja, wegen einem Herz hätte es sich jetzt auch fast nicht gelohnt. Aber man weiß ja vorher nicht, was drin ist. Das ist ja das Interessante. So. Einfach großartig, ihr Tragflächenboot. Aber sie werden damit weder die Festungsinsel noch die Polarinsel erreichen. Sie sind durch Strömungen isoliert. Kein Schiff kann dorthin gelangen. Man braucht einen Dinofly, um dorthin zu gelangen. Dinofly, das ist das finale und ultimative Fortbewegungsmittel. Sind Sie Klon? Guten Tag. Unsere Anführer wissen nicht, dass wir hierher kommen. Dies ist der einzige Ort, wo man die verflixten Helme abnehmen kann. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Ich kann dir alle möglichen Informationen verkaufen. Bis später. Also jetzt hast du keine Informationen. Okay. Vor allem noch alle möglichen Informationen. Weiß nicht, ob ich da rein sollte. Die Tür geht einfach so auf, ohne dass ich einen Schlüssel benutze. Das heißt, die Tür ist für jedermann jederzeit nutzbar. Dann machen wir das doch so. Schauen wir da einfach mal rein. Oh mein Gott. Guten Tag. Falls dir ein Artikel gefällt, stell dich davor. Und was? Niesen, husten, in die Armbeuge, ich weiß es nicht. Das ist ein Laden. Kraftstoff.
Stoff für 10 Reisen kostet 40 Cashes. Hast du so nicht mehr alle, bist du Jack, oder was? Das ist zu teuer, du Gauner. 30, mehr nicht, mein Freund. Oder ich schlachte dich zusammen und nehme die ganze Zeug umsonst mit, du Jack. Ja, sag mal, wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ich weiß ja nicht, wie oft man jetzt noch den Hovercraft benutzen. Ich muss aus dem Dialekt wieder raus. Ich weiß ja nicht, wie oft wir jetzt den Hovercraft noch benutzen müssen, deswegen 5-mal. Gut, ich sag mal, in der Regel ist ja in der Nähe von solchen Gefährten doch immer irgendwie Treibstoff in irgendeiner Weise verfügbar. Das heißt, ich werde mich da jetzt an der Stelle erstmal nicht hier für diese Wucherpreise da entscheiden. Wobei es mir natürlich bei dem, was ich gerade so habe an Kohle, völlig scheißegal sein könnte, nicht wahr? Es könnte mir scheißegal sein. So, bei Ihnen? Na, beißt einer an? Ich würde hier nicht angeln. Ich versuche, mein Armband wiederzufinden. Warten Sie, es hat einer angebissen. Ein Schlüssel hat einen gebissen. Ja, aber sicherlich irgendwo brauchen können. Dann suchen wir weiter schön den Armband, ne? Viel Glück dabei. Da ist ein Fässchen, kann wieder anstecken. Was ist denn das hier für eine Subkultur, die sich hier entwickelt hat? Was ist denn mit euch passiert? Hallo? Guten Tag, ich kenne diese Halbkugel sehr gut. Für 10 Taschen sage ich dir, was man Proctor und Haus hackt. Okay. Kauf ich. Also, über welche von Funfox Fabriken möchtest du Informationen? Also, Mutantenfabrik habe ich ja erledigt. Klonzentrum? Ich habe meines Erachtens entweder fürs Beamzentrum oder fürs Klonzentrum noch diese Tasten da bekommen. Dieses, wie nennt man das? Dieses Panel. Das Klonzentrum. Das Zentrum, wo alle Klone des Planeten produziert werden. Ich gucke gleich nochmal, wo ich das benutzen muss. Dies ist sein Hauptquartier, wenn er sich auf dieser Halbkugel aufhält. Vorsicht, ich habe gehört, dass er an einer sehr speziellen Art Klone arbeitet, und zwar auf der Festungsinsel. Festungsinsel. Okay. Alles klar? Guten Tag. Ich kenne diese Halbkugel. Ja, ja. Kauf ich. Also, über welche von Funfox Fabriken möchtest du Informationen? Also, was haben wir jetzt? Klonzentrum? Beamzentrum. Das Beamzentrum. Es befindet sich auf der Insel. Von dort aus überwachen Funfox-Schergen jedes Beamen auf dem Planeten. Der Durchlass wird strenger kontrolliert, aber man wird dir ohne weiteres öffnen, wenn du dich ausweist. Okay. Mutanten, oder hier Mutantenfabrik, da haben wir ja, sag ich mal, abgehakt. Da will ich jetzt nichts mehr zu wissen. Wozu ich aber was... Okay, da unten kann man offensichtlich mit irgendwas anlegen. Oder mit irgendjemandem. Jetzt aber gerade noch nicht. Da geht sogar was. Wo kam der Schlüssel her? Von der Angel. Ja. Wo sind wir jetzt? Ah. Das ist voll der Underground hier. Das sind ein paar Kollegen. Na, wollt ihr mich verprügeln? Okay, okay, zwielichtige Gestalten. Also das nächste Mal umgehe ich die ein bisschen. Was haben wir denn hier? Wie heißt das? Winsun. Kaffee. Gehen wir gleich mal rein. Vorerst, da liegt was. Nehmen wir uns. Ja, 3 ist besser als keins, ne? Was steht hier? LBA, Entwässerungsdienst von Funky Town, Gaunerstraße. Gaunerstraße, das erklärt natürlich einiges, nicht wahr? Meine Lieben, das erklärt einiges. Was machen wir denn da in dem Café? Da sind bestimmt auch lauter Gauner drin, aber das werden wir gleich sehen. Oder sind sogar Soldaten. Aber das sind Renderviecher hier. Ja, genau, die sind also fest im Hintergrund integriert. Die machen hier gar nichts. Oder zumindest nicht viel. Außer, dass sie jemanden eventuell festhalten können. Ach du Scheiße. Oh nein. Jetzt bin ich, glaube ich, rausgekommen. Okay.
Entschuldigen Sie? Guten Tag. Diese Typen auf der Bühne sind sagenhaft. Es ist noch schade, dass sie nicht spielen. Das ist ein einziger Typ auf der Bühne. Ein einziger Typ. Das Publikum tobt, ne? Das Publikum tobt. Machen wir dir da oben. Sollen wir dir mal helfen? Vielleicht können wir zusammen musizieren. Ich weiß es nicht mehr. Ach, so lässt sich das Schlagzeug schon mal nicht benutzen. Darf ich mit Ihnen reden? Unsere Gruppe ist ein bisschen beschränkt. Uns fehlt die Hälfte des Materials und 8 Hits, um ein Album herauszubringen. Ich flehe dich an, besorg mir eine Gitarre. Okay, die gibt's in der Wüste. Das weiß ich. Der Typ in der Wüste will dann die Flöte haben. Ich habe die Flöte ja jetzt benutzt. Ich brauche die nicht mehr. Ja. Und Sie? Guten Tag. Weißt du, dass es in meinem Keller ein Mittel gibt, um bis zur Festungsinsel zu gelangen? Ich lass dich hinein, wenn du die Show verbesserst. Die Stimmung ist in letzter Zeit erbärmlich. Die Kunden schmollen. Okay. Also das verspricht ja jetzt dann leider wieder eine nicht ganz unerhebliche Reise zu werden. Nee, denn ich müsste natürlich zum einen in die Wüste des leeren Blattes zurück. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob man das alles machen muss. Aber ich meine ja... Also alles muss man ja natürlich nicht machen, aber das sind natürlich Sachen, die hätte ich gern gemacht. Ne? Aber das wird noch ein paar Videos bedeuten, auf jeden Fall. Ne? Also nicht, dass ich gedacht hätte, dass das jetzt hier das letzte würde. Das ja definitiv nicht. Aber es ist durchaus noch ein bisschen hin und her reisen dann hier vonnöten. Und leider muss ich ja nun mit dem Ding erstmal... Ich gehe jetzt erstmal zu dieser anderen Insel da. Jetzt sind wir auf Tippet. Wo willst du hin? Insel Brundel. Auf die Insel Brundel. Also sehr, sehr wichtig wäre natürlich der Erwerb oder das Erreichen dieses Dino-Flies, was nichts anderes ist als ein süßer kleiner Drachen, mit dem man durch die Kante fliegen kann. Und ich glaube, da ist man dann sogar von der Fortbewegung her relativ flexibel. Bin mir allerdings nicht mehr sicher. Aber das sehen wir ja demnächst. Was haben wir jetzt hier? Ist das die Festungsinsel? Willkommen auf der Insel Brundel. Nee, Brundel, natürlich. Bin ja gerade, habe ja gerade den Namen auch selber gewählt. Aber ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Ah. War. Okay. Das sieht mir aber nicht so aus, als wäre das hier so... unbedingt... Legen Sie mir bitte Ihre Papiere. Also, ich habe einen Ausweis von dem Kobold Club. Guckst du? Okay. Ich habe natürlich auch noch meine richtigen Papiere. Alarm! Alarm! Okay, okay, war eine schlechte Idee. War eine schlechte Idee. Probier es nochmal zu ihm zu gehen. Gleich wieder. Ja, wird sofort wieder auf mich geschossen. Wir gehen mal wieder. Also. Also weder als Kobold noch als Twinsen kommen wir da rein. Das heißt, zwangsläufig... Wo möchtest du hin? Ich gehe mal auf den Hamalai zurück. Von da aus müssen wir ja uns wieder zumindest mal einen Schritt weiter zurückbewegen, wo auch immer das dann hingeht. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob ich dann direkt wieder nach... die Wüste des leeren Blattes kann oder ob ich erstmal wieder woanders hin muss. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gerade befürchte, dass ich jetzt hier wieder erst von A nach B, um dann von B nach C zu kommen. Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Da vorne? Ne, da brauchen wir ja nicht hin. Wir müssen hier zurück.
Das ist jetzt leider ein bisschen Rennerei. Das ist tatsächlich auch noch mit einem nicht ganz unerheblichen Zeitaufwand verbunden. Aber, ja. Wat Mut dat Mut, nicht? Videolänge ist auch so einigermaßen gerade wieder erreicht. Wenn ich jetzt noch den Weg hier rausfinde, dann bin ich erstmal einigermaßen glücklich, müsste hier sein. Ja, jetzt müsste ich da wieder irgendwie hoch. Dann müsste es ja eigentlich hier wieder rausgehen. Nee. Hä? Ich muss ihm eine Gitarre geben. Das heißt, ich muss erstmal in die Wüste des leeren Blattes, um da... um da dem Typen in der Wüste erstmal die Gitarre abzunehmen, indem ich meine Flöte ihm dafür gebe. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich hier wegkomme. Muss ich vielleicht mit dir reden? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Ja. Sagen wir es einfach mal so, meine Lieben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich jetzt hier wieder rauskommen soll. Ich werde das aber probieren. Und ich sage jetzt mal so, ich werde das nächste Video dann direkt, glaube ich, in der Wüste des leeren Blattes starten, weil euch jetzt den Weg dahin wieder zuzumuten, das kann A, ein bisschen dauern und B, habt ihr das ja alles auch schon gesehen. Von dem her wird dieses Video jetzt an der Stelle mal beendet. Und im nächsten Video treffen wir uns dann hoffentlich in der Wüste des leeren Blattes, wo ich dann nur schnell die Flöte gegen die Gitarre tausche und dann hoffentlich schnurstracks wieder hierher zurückkomme nach Funky Town, da die Stimmung aufbessere und dann im Keller dieses Fortbewegungsmittel bekomme, was hoffentlich ein Dinofly ist. Aber ich meine, er ist woanders. Aber schauen wir mal. Wir werden sehen im nächsten Video. Für dieses Video bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben da lassen wäre super. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich einen tollen Kommentar. Denn ich freue mich, wenn ich was zu lesen habe. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.